Hi, ich bin Saki. Findest du die deutsche Gesetzeslage zum Thema Messer auch sehr kompliziert? Hier erkläre ich dir mal den Stand der Dinge ganz einfach. Also, es gibt verbotene Messer und Messer, deren Besitz erlaubt ist. Wenn man über diese verbotenen Messer liest, dann denkt man immer, wow, das sind wahnsinnig viele Sachen. Eigentlich ist in Deutschland gar nichts mehr erlaubt, das stimmt aber gar nicht. Insgesamt gehören zu den verbotenen Messern nach dem Waffengesetz 6 Arten und die zähle ich jetzt einfach mal auf. Die erste wären Fallmesser, also Messer, wo ich die Klinge so nach vorne herausfallen lassen kann, einfach durch die Schwerkraft. Die zweite Art wären dann Butterfly-Messer, hast du bestimmt auch schon mal irgendwo zumindest in einem Film gesehen. Ich hatte früher auch so ein Ding und war da richtig schnell. Ich konnte das richtig schnell auf und zu machen. Schade, dass die verboten sind. An dritter Stelle wären dann Faustmesser, also Messer, die man so in die Faust nehmen kann. Und dann schaut hier vorne aus der Faust noch eine Klinge heraus. Auch die sind verboten. An vierter Stelle kommen dann Springmesser, aber nicht alle Springmesser sind verboten, sondern entweder Springmesser, die auch nach vorne herausschnellen, die sind verboten, oder Springmesser, die eine Klingenlänge von mehr als 8,5 cm haben, oder Springmesser, die beidseitig angeschliffen sind. All diese Springmesser sind verboten. An Stelle Nummer 5 kommen dann versteckte Messer, also Messer, die einen anderen Gegenstand vortäuschen. Da kann ich mich auch dran erinnern, als ich ein ganz junger Kerl war, da hatte ich so einen Füllfederhalter. Und wenn man vorne die Kappe abgenommen hat, dann war da eben nichts zu schreiben, sondern da war dann so eine kleine Klinge drin. Das wäre zum Beispiel ein verstecktes Messer oder ein Messer, das einen anderen Gegenstand vortäuscht. Oder es gibt zum Beispiel auch Gehstöcke, wo man so eine Klinge herausziehen kann oder sowas. Sowas möchte man auch nicht und dementsprechend sind auch diese Sachen verboten. Und an sechster Stelle kommen dann noch Hieb- und Stoßwaffen. Da kann man sich lange drüber auslassen, aber ganz allgemein gesagt sind das einfach Klingen, die dazu geschaffen sind, um andere Menschen zu verletzen. Also als Beispiel wäre jetzt ein Schwert ganz gut. Ein Schwert wurde in der Vergangenheit nicht hergestellt, weil man damit so prima Bäume fällen kann, sondern Schwerter sind dafür da, andere Menschen zu verletzen. Du siehst also, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele verschiedene Messerarten, deren Besitz verboten ist. Aber es gibt noch eine weitere wichtige Unterscheidung bei den Messern, die man besitzen darf, nämlich Messer, die man in der Öffentlichkeit führen darf und Messer, die man in der Öffentlichkeit nicht führen darf. Und das regelt seit April 2008 der Paragraph 42a Waffengesetz, das sogenannte Trageverbot. Und unter dieses Trageverbot fallen Messer, die einhändig zu öffnen und festzustellen sind, also sogenannte Einhandmesser, und feststehende Messer mit einer Klingenlänge von über 12 cm. Erlaubt sind also alle Klappmesser, für die du zwei Hände benötigst, um sie zu öffnen, und ganz normale feststehende Messer mit einer Klingenlänge von weniger als 12 cm, so wie hier mit meinem Saki Survival Messer zum Beispiel. Mit so einem Messer hier musst du dir keinerlei Gedanken machen und kannst dein Hobby damit problemlos ausüben. Aber auch hier nochmal einen erhobenen Zeigefinger. Natürlich hat solch ein Messer oder irgendein Messer nichts auf öffentlichen Veranstaltungen zu suchen. Also bei Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Volksfesten oder sowas kein Messer mitnehmen. Und selbst bei vielen geschlossenen Veranstaltungen untersagt der Veranstalter das Mitführen von Messern. So, und das ist schon alles, was der Anfänger zu diesem Thema wissen muss. Wenn du eins der letztgenannten Messer benutzt, musst du dir keinerlei Gedanken machen. Natürlich gibt es zu diesem Thema noch viel mehr zu sagen. Das ist aber nur interessant für Leute, die sich ein bisschen mehr mit diesem trockenen Rechtsthema beschäftigen möchten. Und für die werde ich demnächst nochmal einen zweiten Teil machen. Macht's gut! Schau auch auf meinem Gear-Kanal vorbei. Dort stelle ich Wanderern, Trekking-Interessierten, Bushcraftern oder einfach nur Gear-Junkies interessante Produkte für unsere Outdoor-Hobbys vor.